Zack. Nein! Hier fliegt ein schönes Haarspray rum. Ha! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Jirmian auf Deutsch. Ich bin ja ein sehr moderner Typ, ne? Klar, ich treibe mich viel im Cyberweb rum, stöber da die Foren, schreibe Meinungsbeiträge und was weiß ich. Und wisst ihr, was mir auffällt im Internet? Es gibt sehr viele Bike-Hacks, also so kleine so technische Kniffe, die das Arbeiten am Rad leichter machen sollen, die irgendwo auf einmal Dinge umfunktioniert werden, allerhand solcher Sachen. Und ich habe mir hier mal 10 Stück etwa aufgeschrieben. Ein paar, wo ich mir denke, oh ja, das ist spannend, das habe ich noch nie gemacht. Ein paar andere, wo ich mir denke, das kann auf gar keinen Fall funktionieren. Und meine Serviceleistung für euch da draußen ist heute, dass wir die hier einfach einen nach dem anderen mal ausprobieren. Und ich denke, es wird eine witzige Sache. Hack Nummer 1 hat direkt was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist super und zwar geht es darum, Dichtmilch wiederzuverwenden. Man kennt es, man baut den Reifen ab und dann ist es so ein kleines bisschen schwierig, die Milch da irgendwie rauszukriegen und rüber zu transferieren. Und das Internet sagt, man soll sich hier einfach so eine Deckel nehmen von so einem irgendwie, keine Ahnung, Sprühöl oder sowas. Und dann kann man damit so die Milch so ein bisschen rausschöpfen und in den neuen Reifen rein transferieren. Wir probieren es aus. Tubeless Reifen. Gotta love it. So, also Szenario, ich würde den Reifen wechseln wollen. Hier ist noch ein bisschen was drin, kann man auch gleich noch mal ein bisschen was nachfüllen. Auch das einfach nicht vergessen. Aber mal angenommen, ich würde den Reifen wirklich wechseln wollen, dann würde ich jetzt hier mein Ding schnappen. Kann man auch von einem Haarspray oder sowas nehmen, denke ich mal. Und dann kratze ich das hier so. Oh ja, da kommt einiges zusammen. Oh, das ist eine elendige Schweinerei. So, dann kann das so ein bisschen hoch, ja doch, das ist schon einiges, wenn man das jetzt überall machen würde, also approved, dieser Hack funktioniert. So, Reifen ist wieder drauf, mir ist warm, es geht weiter und wir sind jetzt direkt im sketchy Teil des Videos, es geht nämlich darum, Schrauben zu öffnen und wieder zu verschließen. Und es ist ein sehr konstruierter Fall, der in diesem Hack aufgemacht wird. Folgendes Szenario nämlich. Sagen wir mal, ihr wollt hier eine 5er Schraube aufmachen. Ihr habt aber leider gerade keinen 5er im Muster. Ärgerlich, ne? Was ihr dann machen sollt, ist euch einfach zwei Imbusse Imben schnappen. Zum Beispiel zweimal ein 2,5er oder sowas. Die ineinander stecken und dann quasi damit, weil man ja gemeinsam dann auf die entsprechende Größe kommt, ne? Damit soll man das Ganze öffnen können. Erstmal, wer hat zwei Imbus-Sets, wenn er nicht mal ein ganzes hat? Ne? Die Frage zuerst. Dann, so funktioniert es natürlich auch nicht, weil so, dann kommen die hier mit so einem Winkel an, das ist blöd. Das heißt, man muss quasi wirklich zwei Stück nutzen, die genau, die wirklich einfach nur gerade sind, so eine Basic-Version hier. Das heißt, wenn ich jetzt sonst irgendwie auf 5 kommen wollte, würde ich zum Beispiel vielleicht einen 3er und einen 2er nehmen. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe schwarz. Also die sind jetzt hier beide drin. Ich kriege auch einen Widerstand. Nee, also sorry, das kann doch nicht funktionieren. Wir probieren es mal noch bei einer größeren, bei einem 8er vielleicht. Wir gehen jetzt hier mal für einen zweiten Versuch an die Kurbel ran. Und es hieß gerade zu mir, ich soll doch mal mit einem 6er und einem 2er das Ganze versuchen. Das ist ja, eigentlich brauchen wir einen 8er im Bus. Also das ist so, da kriegt man noch nie im Leben für so viel Drehmoment genügend Auflagefläche hin. Ja, das Ding hier hat es einfach umgedreht, glaube ich. Also, so viel schon mal vorweg, der Hack ist Quatsch, kauft euch einfach anständiges Werkzeug. So, da ist eh schon die halbe Miete mitgeschafft. Also, der Hack funktioniert, aber ich glaube, also, weiß ich jetzt nicht, ob ich damit ernst... Also zum Aufmachen, okay, vielleicht, zum Zumachen würde ich es auf gar keinen Fall machen. Wie gesagt, kauft euch anständiges Werkzeug. Hack Nummer 3 und ich habe mir Klettbandmagie notiert. Das Ganze soll so ein bisschen einen sogenannten Toolstrap imitieren. Also was wir natürlich nicht wollen, ist so nervig mit einem Schlauch oder Multitool in der Tasche oder im Hipbag rumfahren. Nein, wir wollen es schön an unserem Fahrrad alles befestigen.
Da gibt es extra Produkte für. Oder man macht Folgendes und sucht sich ein paar Tools zusammen. Wir sehen uns gleich wieder. Hier nämlich haben wir schon mal einiges, was man dran montieren kann. Und ich habe mal hier so zwei handelsübliche, ja, nicht das, was hier rumlag, mir geschnappt. Das eine ist tatsächlich schon mal ziemlich gut. Da ist so eine kleine Öse. Kann man hier einmal Klettverschluss rumfädeln, zack, festmachen. Gut ist, nimmt ziemlich viel Platz. Müssen wir mal gucken, ob das funktioniert. Das andere hat einfach Klettseite 1 auf der einen Seite, Klettseite 2 auf der anderen. Funktioniert auch. Und dann wollen wir jetzt mal sehen, was wir damit wie befestigen können. Man muss bei sowas natürlich immer darauf achten, dass man jetzt hier zum Beispiel nicht einfach so ein Multitool zack, gegen so einen Rahmen dagegen presst, weil mit Erschütterungen und vielleicht auch Dreck drunter oder sowas macht man sich da schnell Kratzer rein oder Schlimmeres. Das ist nicht gut. Jetzt werde ich erstmal den Schlauch hier entlüften. Nein! Gut, es geht an die Montage. Ich schnappe mir mal den großen hier. Ich glaube, der ist da tatsächlich ein bisschen geschickt dafür. An dem Rad hier ist jetzt kein Flaschenhalter dran. Deswegen werde ich mir, glaube ich, hier einmal diese zwei kleinen Nupsis hier zunutze machen. Vielleicht befestigen, geben die dann hier so ein bisschen Grenzen ab, dass es weniger rutscht. Vor allem durch den Kabelbinder hat man hier in der Mitte so einen kleinen Graben, wodurch das Ganze nochmal ein bisschen fester wird. Auch das ist gut. Ich würde jetzt tatsächlich auch, wenn man sowas hier mit so einer Öse hat, versuchen, die Öse nicht an den Rahmen zu legen. Einfach nicht, dass da irgendwie was... Ja. Scheuern kann. Und dann würde ich das Ganze wirklich versuchen, so fest wie möglich zu machen. Wir testen jetzt gleich einmal irgendwie auf ein paar Treppen oder so, ob das Ganze auch wirklich hält. So, dann gehen wir mal raus. Also ist natürlich jetzt kein Tester auf dem Trail, aber wir haben es jetzt hier verschiedentlich schräg mal aufschlagen lassen und so weiter. Tipptopp. Wenn man ein bisschen mit Nadel und Faden umgehen kann, können wir hier vielleicht noch so eine kleine Unterlage basteln, vielleicht auch noch so ein kleines Täschchen für ein Multitool oder so, dass es hier nochmal auch dran gepresst wird. Eigentlich eine gute Sache, muss ich sagen. Für den nächsten Hack habe ich einmal das Vorderrad ausgebaut, aber vor allem wegen der Bremsscheibe. Es geht nämlich um dieses wunderbare Gerät hier. Immer wieder, gerade wenn man viel in der Werkstatt steht, hat man so nervige Aufgaben vor sich, wie zum Beispiel, keine Ahnung, 12 Bremsscheibenschrauben, alle mit Schraubenkleber da irgendwie rein und raus zu schrauben, auch vielleicht, wenn man verreist oder sowas. Gibt diverse andere Stellen, Pedale und sowas, wo man einfach sehr viel Schraubarbeit machen muss. Und da kann einem sowas hier wirklich helfen. Deswegen insofern gar kein Hack, sondern einfach nur ein gut gemeinter Tipp. Trotzdem, hier kann man einiges falsch machen und das wird im Internet oft vergessen, dann mitzugeben. Und zwar, falls euer Akkuschrauber mehrere Gänge hat, nehmt den langsameren. Es hilft euch nicht, wenn ihr so gegen eine Schraube jagt. Deswegen den langsameren nehmen und auch, wenn ihr hier einen Drehmoment einstellen könnt, ab dem der Akkuschrauber quasi ne, den hier macht, dann nehmt ein möglichst niedriges. Also ihr wollt dann quasi entweder mit dem Drehmoment Schlüssel das Ding hier fertig zuschrauben oder per Hand. Mit sowas hier hat man im Zweifelsfall einfach kein Gefühl, aber wenn man das hier einfach mal macht, ne, ja, gerade beim Zuschrauben natürlich besonders wichtig. Zack. Vielleicht noch ein anderer Tipp, achtet darauf, dass euer Bit noch relativ frisch ist. Wenn die mehr handwerklich genutzt werden, dann gehen die relativ schnell kaputt. Und das ist natürlich blöd, wenn man dann hier mit so einem halb kaputten Bit rangeht. Und so eine Schraube hier ist vielleicht schlimmer als irgendeine Trockenbauschraube. Deswegen da Acht geben und auch wenn ich mich wiederhole, beim Reinschrauben wirklich darauf achten, dass man nicht mit einem zu hohen Drehmoment schraubt und oder dass man wirklich nur die ersten paar oder was heißt die Umdrehungen bis kurz vors Festmachen mit dem Akkuschrauber macht und dann wirklich auf Hand übergeht. Im nächsten Kapitel wende ich mich exklusiv an die Disziplinen Dirtjumpen und Cross Country. Ein Satz, der so wahrscheinlich noch nie gesagt wurde. Was haben die beiden nämlich gemein? Ja, beide nutzen gerne Griffe, die man einfach so auf den Lenker schiebt, die also nicht so lock-on-mäßig draufgesteckt werden und festgeschraubt. Das Problem an diesen Griffen ist, A, man kriegt sie nicht einfach draufgeschoben und B, man kriegt sie nicht einfach runtergezogen. Ne? Und die Hacks in dem Fall stammen jetzt von Kameramann Axel, der ist nämlich viel auf dem BMX unterwegs und da hat man dasselbe Problem. Wenn man die Griffe draufschieben will, dann kann man sich hier einfach Haarspray zunutze nehmen. Das ist ein alter Hut. Das verringert die Reibung so ein bisschen. Man macht es einmal innen alles nass, auf dem Griff auch, schiebt es drauf, trocknet aus, klebt, fertig. Er sagt aber, das geht auch beim Runtermachen. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Wir hebeln jetzt hier einmal so zuerst die Seite rein, sprühen da wild rein, mal auf allen Seiten so ein bisschen. Okay, muss natürlich schnell sein jetzt. Ah! So. Oh ja. Ah! Okay, ich habe den Griff kaputt gemacht.
Trotz klebriger Substanz, der Griff ist runter. Wahnsinn. Ich bin begeistert, ganz ehrlich. Tipp Nummer 1 funktioniert. Am Ende funktionieren alle Hacks in diesem Video, das wäre ärgerlich. Um das Ganze wieder drauf zu machen, selbes Prozedere. Einmal hier so ein bisschen einsprühen alles. Schön einatmen, ist gesund. Beziehungsweise auch nochmal ein bisschen reinsprühen wahrscheinlich. Den Teil habe ich selber schon mal gemacht. Eigentlich kann man sie ja ganz gut einfach abschneiden. Oh ja, na ja, gut. Neustart! Mir wurde gerade gesagt, viel hilft viel. Das war wohl das Problem. Also wirklich ordentlich da überall reinjagen, das Ganze. Sowohl als auch. So, Versuch Nummer 2. Ah ja. Recht hat er. Bah. So. Und jetzt muss man wohl einfach ein bisschen das Ganze stehen lassen, warten. Und dann kann man Fahrradfahren gehen. Top. Okay Leute, unerwartete Wendung. Wir sind nochmal zurück mit dem Griff, weil Axel hat noch ein paar richtig geile Tipps rausgehauen. Ich habe halt so gesagt, ja, es ist ein bisschen ärgerlich, dass es so lange dauert. Haben mir überlegt, ob man hier so ein bisschen Luft dran lassen soll, damit es schneller trocknet. Er hat gemeint, ja, sie haben früher auf der Arbeit, weil mal im Radladen gearbeitet, einfach immer einen Kompressor genommen und ein bisschen Luft reingesprüht. Und dann funktioniert das Ganze anscheinend noch schneller. Oh. So machen wir das jetzt hier auch einfach. Hier fliegt schön das Haarspray rum. Ich sag's euch, die geilen Hacks kommen am Ende zum Video. Wer dran geblieben ist, wird belohnt. Das ist ja der Wahnsinn. Zack. Im nächsten Schritt wenden wir uns nochmal an eine exklusive Gruppe, und zwar an alle Besitzer eines solchen Gerätes. GoPro nennt man das Ganze, gibt auch diverse andere tolle Hersteller. Trotzdem, die bringen alle so ein paar Probleme mit sich, unter anderem den Sound. Gerade wenn man schnell auf dem Mountainbike unterwegs ist, hat man häufig ein sehr nerviges Windgeräusch, das sich ungefähr so anhört. Ist nicht ideal, ne? Was kann man da tun? Naja, im Profi-Business hat man hier solche Dinger. Die hat man normalerweise hier über dem Mikrofon. Die kann man sich im Internet bestellen, das kostet nicht viel. Und die kann man hier auch an seine GoPro montieren. Und das löst schon mal ziemlich viel. Dafür schnappt man sich ein doppelseitiges Klebeband und schneidet sozusagen ein Viereck aus, das dann um das Mikrofon der GoPro herumliegt. Frisiert dann hier einmal den Windschutz ein bisschen zurecht, klebt es drauf und dann klingt es auf einmal so. Ich bin ganz ehrlich, haben wir so nicht geplant, hätte sich anders anhören sollen, der Tipp war scheiße. Das zweite Problem dieser Geräte ist, dass sie sich oftmals unterwegs unerwünschterweise verstellen. Das bedeutet, gerade wenn man sie hier an der Brust hat, man kommt irgendwie mit irgendwas dran oder so und dann bewegt sich dieses Teil hier in eine andere Einstellung, obwohl man das eigentlich nicht wünscht. Man kann es noch so festschrauben, das Problem besteht immer weiter. Und jetzt gibt es Leute im Internet, die sagen, man möge doch einfach ein bisschen Carbon-Montagepaste hier zwischendrin aufschmieren und durch diese kleinen Körner, die da drin sind, wird mehr Reibung entwickelt und das Ganze rutscht nicht mehr so leicht rum. Testen wir einmal aus. Ich bin sehr, sehr skeptisch, ob das klappt. Also es fühlt sich eher an, als ob es das Gegenteil bewirkt. Aber wir werden sehen. So. Oh, wobei, das ist schon mal gut. Sand im Getriebe, auch gut. Klingt schon mal top. So. Naja. Also ich habe es jetzt so festgemacht, wie es geht. Nee, also sorry, aber das ist Quatsch. Ach Mann, ich habe gehofft, das ist eine richtig coole Idee. Ah. Vielleicht müsste man irgendwie nochmal mit einer anderen Montagepaste testen, aber schade. Zwei Tipps haben wir jetzt noch im Gepäck, davor aber ein kurzer Kommentaraufruf. Richtig, ich würde nämlich gerne wissen, was eure Hacks sind in der Werkstatt und die dann vor allem selber ausprobieren. Mir macht dieses Format ziemlich viel Spaß. Es ist eine ganz schöne Achterbahn an Gefühlen, aber ich würde eure Tipps gerne ausprobieren und wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn es passiert, dann lasst doch einmal ein Abo da. Ganz viele von euch, die regelmäßig zuschauen, tun es nämlich nicht und uns wäre viel damit geholfen, wenn ihr einmal den magischen Button drunter drückt. Jetzt zu meinem Lieblingshack. Es gab nämlich einen kleinen Szenenwechsel, weil ich möchte an diesem Fahrrad die Kette entfernen. Warum auch immer. Zum Beispiel, weil ich eine neue montieren will. Und ich habe leider nicht die passenden Tools dafür da. Man kennt es. Tatsächlich war ich wirklich schon öfters in der Situation. Was habe ich dann immer gemacht? Bei dem Hack weiß ich, dass er funktioniert. Ich habe meinen Schnürsenkel ausgefädelt. Oder irgendeine andere Schnur genommen und das Ganze einmal um das Kettenschloss drum herum gefädelt.
schön durch die jeweils engen Glieder da. Einmal durchschieben. Hier ist jetzt fast noch ein bisschen eng. So, Nummer 1. Dann fädelt man das Ganze auch nochmal durch Nummer 2 durch. Ungefähr mittig. Das Ganze ist ja eine gewachste Kette, ne? Deswegen wird ja auch der Schnürsenkel nicht dreckig. Daumen hoch für gewachste Ketten. Und dann nehme ich die einfach einmal über Kreuz. Zack, ziehe. Das Ding ist offen. So einfach kann es gehen. Der letzte Hack. Es ist soweit und es geht einmal um die Gabel. Tatsächlich sehr, sehr spannend. Es geht vor allem um die Gabeln, die hier keine Druckausgleichs-Nupsis haben, wie das zum Beispiel Fox und RockShox mittlerweile verbauen. Es ist nämlich so, hier in Frankfurt zum Beispiel haben wir einen Luftdruck XY und wenn wir dann in die Höhe fahren, so Bikepark in den Alpen oder sowas, dann ist der Luftdruck da natürlich sehr viel niedriger. Der Luftdruck hier in unserem Casting ist aber immer noch der alte, der von Frankfurt. Und je nachdem, wo man sich so bewegt, auch nach dem Flugzeug oder sowas, kann man da immer mal dafür sorgen, dass der Luftdruck im Casting auch dem Luftdruck außenrum entspricht. Wie gesagt, bei Fox & RockShox drückt man einmal hier drauf und das macht und das ganze Problem ist gelöst. Hier geht es nicht ganz so einfach. Was wir hier aber machen können, ist einmal schön die Dichtungen sauber machen. Kann man hier kurz zum Beispiel, wenn man einen da hat, einmal mit dem Kompressor an die Sache rangehen. Zack. Wir werden nämlich gleich einen Kabelbinder hier an die Dichtungen anlegen und dann reinstecken, so ein bisschen so einen Spalt aufmachen, so dass der Luftdruck sich eben anpassen kann. Und sauber machen deshalb, weil wir keinen Dreck reinschieben wollen, das ist ja klar. So, also ganz vorsichtig gucken, dass man die Dichtung nicht umklappt. Theoretisch kann man auch hier diesen Dichtungsring einmal noch entfernen, dann ist das Ganze ein bisschen leichter. Also Dichtung Nummer 1 haben wir geschafft tatsächlich und man hat gerade auch wirklich so ganz leicht die Luft gehört, die so macht. Ich hoffe, wir können das beim zweiten jetzt nochmal machen. Ich mache den Dichtungsring hier auch wieder ab. Ich werde jetzt mal mein Mikrofon da ganz nah dran halten. Vielleicht hört ihr dann ja was. Ha, schade. Bei dem anderen hat man wirklich kurz was gehört, hier nicht. Wahrscheinlich, vielleicht ist da irgendwie schon mal die Luft durch die Dichtung entwichen, vielleicht wie auch immer. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, je nachdem, wie krass man die Höhe wechselt, können sich da schon ein bisschen Luft anstauen und je nachdem, wie die Gabel dann komprimiert, muss es halt mitkomprimiert werden. Und das kann die Performance dann schon ein bisschen beeinflussen. Ja, da war doch einiges dabei, würde ich sagen. Bisschen Blödsinn auch, aber auch echt coole Sachen. Ein paar Sachen werde ich auf jeden Fall in meine persönliche Trickkiste übernehmen. Ich hoffe, ihr auch. Der Zettel ist damit abgehakt. Ich freue mich, einen neuen zu schreiben, wenn ihr, wie gesagt, eure Hacks drunter schreibt. Das Ganze wird ausprobiert. An der Stelle bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei euch fürs Zuschauen bedanken und viel Spaß beim Radfahren zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.